Wir werfen einen Blick auf den Bundesliga-Tabellenstand und die Ergebnisse an diesem Wochenende. Allgemeine Tipps für bessere Sportwetten und Wetttipps per E-Mail auf xbet.tipps. Das erste Bundesligaspiel des Jahres 2019 fand in Sinsheim statt. Bayern München gewann 3:1 gegen Hoffenheim und zweimal traf Leon Toretzka. 3:1 endete auch das Spiel Frankfurt gegen Freiburg und die Eintracht setzt ihren Lauf fort. Der vorletzte Hannover unterliegt Werder Bremen zu Hause 0:1, das goldene Tor gelang Milot Rashica. Big Points im Abstiegskampf für Fortuna Düsseldorf mit dem 2:1 in Augsburg und die Antwort auf die Frage, ob die Vertragsverlängerung mit Friedhelm Funkel die richtige Wahl war. Erschreckend schwache Stuttgarter verlieren zu Hause gegen Mainz mit 3:2, die dritte Niederlage in Folge für die Schwaben. Gladbach gewinnt das Rhein-Derby dank des Treffers von Plea mit 1:0. Trainerwechsel in Leverkusen zeigt noch keine Früchte. Nach 2 Siegen unter Herrlich zuletzt jetzt eine Niederlage unter Bosch, Platz 10. Auch Dortmund startet erfolgreich ins Jahr 2019, schlägt Leipzig dank des Tores von Axel Witzel mit 1:0. Nürnberg bleibt Tabellenletzter wegen der 1:3 Heimniederlage gegen Hertha. Zwischenzeitlich erzielten sie zwar das 1:1, aber das reicht am Ende bei weitem nicht. Schalke schlägt die Überraschungsmannschaft der Hinrunde, VfL Wolfsburg mit 2:1 dank zweier Treffer von Daniel Caligiuri. Die Tabelle wird nach wie vor von Borussia Dortmund angeführt. 6 Punkte vor Bayern München, dann hinter ihnen 3 Punkte Rückstand Gladbach und 5 Punkte Abstand auf Leipzig. Frankfurt und Wolfsburg, die Überraschungsmannschaften der Hinrunde, immer noch im Kampf ums internationale Geschäft und der Gewinner des Spieltags Hertha BSC Berlin auf Platz 7. Die zweite Tabellenhälfte wird angeführt von Bayer Leverkusen, dann folgen die Mainzer und Schalke konnte einiges an Boden gut machen. Freiburg ist 13. und dann kommt die Mannschaft der Stunde. Düsseldorf mit 4 Siegen in Folge konnte jetzt 6 Punkte zwischen sich und Augsburg bringen. Auf den Abstiegsplätzen Stuttgart, Hannover und Nürnberg. Allgemeine Tipps für bessere Sportwetten und Wetttipps per E-Mail auf xbet.tipps. Damit du keines dieser genialen Videos verpasst, abonniere einfach den Kanal und du bist auf der sicheren Seite.